Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3. Was ist das? Da will ich nicht hin. Witcher 3 Blood and Wine. Und wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, wir gehen zuerst zu dem Fragezeichen, dann gehen wir zum Hauptquest und dann schauen wir, wenn es dann weitergeht. Wo sind deine Manieren? Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich einfach nur rausgehen. Färbmittel für graue Rüstung, gegerbtes Dragonoidenleder, okay. Ich weiß nicht, wo ich hier stehe. Ich wollte hier nicht hin. Oh, doch, ich wollte hier hin. Aussicht genießen. Kann es sein, dass auch die Farben anders sind hier in der Welt? Also der Himmel ist auch viel blauer, oder? Also das ist doch ein viel krasseres Hellblau. Auch die Berge sind viel grüner und blauer und auch das Wasser ist viel blauer. Also ich würde behaupten, wir haben auch die Farben ein bisschen verändert. Das sieht halt wirklich krass anders aus, dadurch, dass halt auch nicht nur die Farben, sondern auch halt die Pflanzenwelt eine andere ist. Der Berg sieht auch geil aus. Und es halt einfach, wie gesagt, mediterraner wirkt. Aber okay, ich bin hier falsch. Sorry, ich muss hier durch. Hallo! Wo sind deine Manieren? Welche Manieren? Mach doch mal Platz! Also. So, ja, ich wollte jetzt eigentlich einfach nur zu dem Fragezeichen gehen. Dann gehen wir zum Hauptquest. Und nach dem Hauptquest schauen wir dann, was als nächstes ist. Also, ob was am nahesten von dem Platz dann weg ist. Entweder halt wieder das Hauptquest oder eben ein Nebenquest. Das macht einfach dann davon abhängig. Wie gesagt, wer vor allem Witcher 1 angeschaut hat, bei Witcher 3 angeschaut hat, das Hauptspiel, bei der Erweiterung Hearts of Stone, da gab es ja nicht so viele Nebenquests, da hat man es nicht so beobachten können. Aber, na, schöne Schlucht. Aber bei dem Hauptspiel Witcher... Verdammt, bist du hässlich. Was ist... Was greift mich... Will mich denn angreifen? Was ist denn hier los? Hilfe. Bei dem Hauptspiel Witcher 3, da war es halt so, dass ich immer so gemacht habe, dass ich zum nächsten Quest gegangen bin, was halt am nächsten war. Was sind denn das für Dinger? Hä? Was ist denn hier los? Monsternest, aber eine neue Monsterart. Also die kenne ich noch nicht, diese Pflanzen. Ich denke aber mal, dass die anfällig gegen Feuer sind. Okay, halten einiges aus. Interessant, neuer Monstertyp. Und ich denke mal, ich muss weggehen von diesen Dingern, die da aufplatzen, weil die wahrscheinlich erstens vergiften und zweitens viel Schaden machen. Oh fuck, ich habe gar keine verbesserte Schwalbe mehr. Muss mal meditieren nach dem Kampf. Scheiße! Interessantes Monsternest. Sieht auch dadurch dieses Pflanzding ganz anders aus. Arschesporen. Krass. Nervt auf jeden Fall, dass die immer wieder verschwinden. Ich glaube, es sind sogar noch zwei Pflanzen. Da nicht an die Blumen rankommen, die platzen sonst auf. Ja, ich glaube, es sind nur zwei angreifende Pflanzen und dann diese komischen Dinger halt. So, habe ich es jetzt, oder? Ja, ich hab's. Ja, diese komischen Knospen, die rauskommen, die gehören zu diesen großen Ranken. Und das sind quasi die Haupt... Oh, weg, weg, weg! Die Hauptdinger. Aber sehr geil, auch dass das Monsternest halt anders aussieht. Und so eine Pflanzenansammlung ist. Großes grünes Muttergen, Arschesporen, Ranke. Habe ich eigentlich diese großen Dinger schon oder ist das eine neue Form? Ich weiß gerade gar nicht. Müssten wir eigentlich mal schauen, aber erstmal lesen wir uns die Kollegen hier durch. Ah, bestimmt anfällig gegen Feuer, macht ja Sinn. Arschesporen, Verfluchtenöl, Art und Ignia. Sieht wie eine Blume aus? Eine hässliche, abstoßende Blume. Blasco Tenerbe, letzte Worte. Arschesporen sehen wie unästhetische Riesenblumen aus, die an den außergewöhnlich grausamen und blutdurstigen Sonnentau gemahnen. Leider sind sie noch weitaus gefährlicher als der riesigste Sonnentau. Ihr besonderes Äußeres macht sie von anderen Pflanzen schwer zu unterscheiden. Wenn man nahe genug heran ist, um ihre Identität zu erkennen, ist es meist zu spät zum Fliehen. Einem landläufigen Glauben zufolge sind Arschesporen verfluchte Pflanzen, die in Boden gedeihen, der mit Blut von Sterbenden gedüngt wurde.
Tatsächlich findet man sie besonders häufig an Orten, an denen Pogrome, blutige Rituale und grausame Morde verübt wurden. Bis heute wurden 4 Arten von Aschesporen katalogisiert, die sich jeweils in der Farbgebung unterscheiden. Braun am wenigsten gefährlich, grün, violett größte Gefährlichkeit, sowie gelb als Variante, die von Magiern in Banart kultiviert wurde und deren Stärke etwa der von grünen Aschesporen entspricht. Mal schauen, ob wir auch die anderen Farben noch finden. So, was wollt ihr jetzt noch nachschauen? Ach ja, ob... Ja... Ja... Ob das Maximum... Diese großen waren... Ah, ich habe aber noch nicht hier die großen roten drinne. Das heißt... Da kann ich noch was reinpacken. Plus 10% Angriffskraft und die haben nur plus 5%. Das heißt, wir brauchen noch 2 solche großen. Und dann läuft's. Jetzt haben wir schon einen Tick mehr Angriffskraft. Das ist schon mal schön. Gut, das ist schon mal sehr geil, dass wir jetzt hier auch neue... Ich meine, es war ja eigentlich klar, dass es auch neue Gegnertypen gibt. Aber wie gesagt, dieses kleine Detail, dass jetzt auch das Monsternest noch anders dadurch aussieht und nicht so ein komisches Loch ist. Ich meine, macht ja auch Sinn. Das sind halt Pflanzen. Das ist halt schon sehr geil. So, gehen wir mal hier querfeld ein. Ach Mist, lag da nicht noch eine Leiche, aber ich glaube, die konnte man nicht looten. Ne? Ich muss mich beeilen. Oh, da kommen wir wohl zu spät. Wie ist aus? Ein Pfau! Ein Pfau, das ist ja geil. Wie es aussieht, kommen wir zu spät. Haben wir ein neues Weingut? Corvo Bianco Weingut. Corvo Bianco steht auf Elfenruin. Elfenruin? In der älteren Rede ist es als Gwyn Zerbin bekannt. Es gehört zu den ältesten Weingütern des Herzogtums und produziert den einzigartigen Seprimento. Leider hat der ausschweifende Lebensstil des letzten Sprosses der Familie Bulliou das Weingut in den Ruin getrieben. Der nächste Besitzer war Baron Rossel. Er versuchte, dem Gut wieder zu seinem einstigen Ruhm zu verhelfen, doch er scheiterte. Corvo Bianco kam unter den Hammer und fiel schließlich der Aufsicht der herzoglichen Schatzkammer anheim. Vielleicht bekomme ich das dann geschenkt. Oh, da lebt noch jemand. Verdammt, der Mörder muss noch hier sein. Da lebt es auch nicht mehr. Das ist schon krass einfach, ich kann es gar nicht oft genug sagen, durch dieses andere Aussehen, auch durch die Farben halt vom Himmel und der mediterranen Pflanzenwelt und auch der neuen Tiere, es ist halt fast immer Witcher 4 spielen würde, also es ist halt fast wie ein neues Spiel. Es fühlt sich halt einfach nicht nur an wie Hearts of Stone, also wie eine Erweiterung, sondern es fühlt sich halt wirklich an wie ein neues Spiel, wie Witcher 4, das ist super krass. Sehr geil. So, war das jetzt das Monster oder... Den kann ich nicht looten. Ah, aber die guten Kartoffelbubisse, die gibt's noch. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss. Abgesehen von der Länge der Eckzähne. Der Vogel hat keine Angst, da kann man auch nicht lesen, was das für ein Typ ist. Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Massakriert. Es war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Eine Bruxa? Mit einem einzigen Hieb getötet. Halt, verfluchte Wesen. Was ist denn hier noch neu? Der Krötenprinz. Achso, vergessen das anzuklicken Vergessen das anzuklicken, bevor ich speichere. Deswegen war es noch nicht ausgewählt. Bruxe. Das Gesicht sieht aus wie eine Mischung zwischen Mann und Frau. Hat er Brüste oder? Was ist denn das? Mundstaub, Bombe, Öl, Trank, Erden, schwarzes Blut. Wer durch die Wälder reisen muss, der halte sich fern von Orten, an denen mehrere Vogelsorten zugleich zu hören sind. Oft genug bedeutet dieses Omen, dass man das Gebiet einer Bruxa betritt und sein Leben praktisch verwirkt hat. Anonymer Ratschlag. Deswegen waren ja so viele Vögel ab, deswegen waren die Vögel überall. Zum Glück für uns alle sind Bruxa seltene Kreaturen. Viele von ihnen leben weit fort von jeder Zivilisation, da sie sehr auf ihre Sicherheit bedacht sind und sich nur an Orten ansiedeln, an denen sie Überraschungsangriffe ausschließen können. Wenn sie beschließen, sich in der Nähe von Menschen aufzuhalten, meiden sie Menschenmengen und kommen nur im Schutz der Nacht aus ihrer Deckung. Man kann sie dann gut mit verspäteten Reisenden verwechseln, die zu ihrer Herberge eilen. Doch an einigen versteckten Zeichen kann man sie leicht erkennen.
an ihrer Vorliebe für Vögel, an ihrer schrillen Stimme und an ihrer atemberaubend schnellen Art, sich zu bewegen. Bruxas sind sehr viel schneller und stärker als Menschen, aber am mächtigsten ist ihre Gabe, sich unsichtbar zu machen. Bruxa können sich im Nu von einem Ort zum anderen bewegen, da sie sich obendrein unsichtbar machen können, sind sie in der Lage, ihre Gegner zu verwirren und unerwartet von hinten zuzuschlagen. Daher sind Mondstaubbomben im Kampf gegen solche Kreaturen nützlich. Die Unsichtbarkeit lässt sich damit zwar nicht vollständig aufheben, aber wenigstens lassen sich die Bewegungen der Bruxa verfolgen. Außerdem sollte man auch eine großzügige Portion Vampiröl als wirksames Mittel im Kampf gegen dieses Monster nicht vergessen. Bruxa greifen mit ihren scharfen Klauen an und können die gegnerische Verteidigung problemlos durchbrechen, indem sie ihre Gegner mit einem Hagel aus Schlägen aus allen Richtungen eindecken. Sobald ihre Beute geschwächt ist, beißen sie zu und trinken ihr Blut. Hexer tun folglich gut daran, vor entsprechenden Kämpfen eine Portion schwarzes Blut zu konsumieren. Außerdem sind Bruxa für ihre Schallattacken berüchtigt, mit denen sie ihre Opfer umwerfen und betäuben. Aber Schall aber diese ganzen schwarzes Blut und Mondstaub könnten Lebensretter sein. Ja, das kriegen wir auch so hin. Es sind wirklich viele Vögel, ne? Das kriegen wir auch so hin. Das muss im Keller sein. Der Angreifer hat den Wagen mühelos umgeworfen. Flussschlamm. Der Leichnam wurde in diesem Wagen transportiert. Klauenspuren. 5 einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Ich bin gespannt. Fußspuren von kleinen, bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Von der Treppe gefallen, hat sich das Genick gebrochen. Idiot. Schauen wir erstmal in die andere Richtung. Tja, was soll ein Weingut auch anderes haben als einen Weinkeller? Das ist logisch, mit einem riesigen Fass. Wie viele Liter werden da reinpassen? Keine Ahnung. Kann ich nicht schätzen. 200, 300. Irgendwann die kleinen Fässer werden 50 oder 100 Liter Fässer sein. Ja, wobei, wenn das hier 50 oder 100 sind, dann ist das wahrscheinlich eher ein 500 Liter Fass. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Muss ja echt mächtig sein, aber warum ist denn die Bruxa hier? Arbeitet die für denjenigen, der vertuschen will, wer die Morde begangen hat? Oder kann sich dieses Monster aufgrund von schwarzer Magie, vielleicht ist es ja auch Magier, einfach nur in verschiedene Monster verwandeln? Das wäre ja auch möglich. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Es würde auch erklären, warum die Zeugen alle was anderes gesehen haben. Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Mit einem Mensch, sehr geil. Why not? Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Hallo, schöne Frau. Warum will Geralt denn nicht gegen die kämpfen? Er hat gerade super viele Menschen umgebracht. Ich kann dich nicht gehen lassen. Kann sie mich denn nicht gehen lassen? Gegen eine nacksche Frau ist auch nicht schlecht. Also ist halt ein Vampir, aber ist ja trotzdem nackt. Man sieht nicht wirklich hübsch aus. Also vorher sah sie hübscher aus, als sie noch ihre menschliche Gestalt angenommen hatte. Ich glaube, der Kampf wird einfach, wenn er so weitergeht. Okay, er geht aber leider nicht so weiter, wie ich sehe.
Alter, wie zieh denn die ab? Da, wir brauchen doch hier die krassen Sachen dann. Wenn wir den Kampf jetzt nicht schaffen. Mundstaub brauchen wir ja. Damit die aufhören mit dem Scheiß. Okay, ich glaube, schwarzes Blut habe ich eh noch nicht. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Das Vampiröl brauchen wir. So. Dann Mondstaubbombe. Ah, ist die einfache. Die haben wir leider noch nicht verbessert. Ja, ohne Schwert, geil. Das ist ja fast tot, sehe ich gerade. Ich glaube, wir ziehen noch mehr ab mit dem Mondstab, oder? Kann das sein? Krass, wie die ausweichen kann. Schade, dass sie nicht mit uns redet. Oder vorher geredet hat. Auf auszuweichen, bist du gleich tot. Also. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Das ist wahrscheinlich nicht die einzige. Die einzige Bruxa sein, die wir hier im Spiel treffen. Deswegen werde ich mal. Meditieren wollte ich eigentlich nicht. Ich weiß wieder nicht, was der Knopf ist für Alchemie. Ich will mal gucken, ob wir es schaffen, Mondstaub zu verbessern. Weil ich denke, das brauchen wir dann in Zukunft noch. Verbesserter Mondstaub, sehr gut. Was brauchen wir dafür? Stammelfurzstaub, Mondstaubbombe, Quecksilberlösung, Schwefel, Hopfendolden, Pusteblume und Geißblatt. So, da haben wir wahrscheinlich den noch besseren Mondstab noch nicht, ne? Überlegender Mondstab doch, aber da fehlt was, und zwar Nigredo, das hat man schon mal, aber das scheint auch selten zu sein, ähnlich wie Vitriol. Tja, ich hätte halt Mitte 3 doch einfach noch mehr, oder was heißt noch mehr, ich hätte ja doch einfach noch mehr die Alchemie-Zutaten halt auch einsammeln sollen, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Aber es liegt halt vor allem daran, dass man halt immer nur sieht, okay, man sammelt tausendmal die gleiche Blume ein und tausendmal irgendwelche Substanzen, die man halt, ja, tausendmal halt hat. Und logischerweise gibt es aber halt auch seltenere Substanzen, die man dann halt vernachlässigt, weil man denkt, scheiß drauf, ich habe so viel Müll, brauche ich eh nicht. Und dann sammelt man halt nicht mehr alles ein und dadurch lässt man dann logischerweise auch mal die seltenen Sachen liegen. Und wenn man die einmal verpasst, wird man sie halt auch nicht so schnell wiederfinden. Man weiß ja auch einfach nicht aus dem Kopf, was jetzt selten ist und was nicht. Also, wenn man es jetzt im Inventar anguckt, klar, was man viel hat, ist nicht selten, aber wenn man jetzt an irgendeine Leiche rangeht und da liegt halt dann zum Beispiel ein Nigredo drin, ja, dann weiß man halt gerade nicht, dass das was Seltenes ist und dass man das mitnehmen sollte. Das ist halt schade, das wäre geil, wenn es dann einfach auch so ein System gäbe, dass man, na, das ist ja gar nicht. Ne, wo war's denn? Hä? Ja, hier, Alchemie. Es wäre halt geil, wenn man einfach. Ja, okay, hier steht ja Relikt und sowas da, sehe ich gerade. Ich bin auch dumm. Und Nigredo war, glaube ich, auch ein Relikt. Ja, okay. Hm, aber wenn ich mir halt hier zum Beispiel angucke, das ist auch ein Relikt, diese Monsterklaue. Und die habe ich 37 Mal. Also danach kann ich gar nicht gehen, was selten ist und was nicht. Also das hätte dann vielleicht schon eher so sein sollen, dass die wirklich seltenen Sachen
dieses Relikt bekommen. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin, aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Kohle haben wir also aus seinem Mund rausgezogen oder aus seinem Hals, wie auch immer. Was die restlichen Körperteile hergeben, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dahin, euer Paxis. Tschö, tschö.